Vor ein paar Jahren bekamen wir einen Beef mit, der zwischen zwei Leuten stattfand, von denen man dachte, dass sie tatsächlich unzertrennlich sind. Sie sind wie ein Lil Uzi Vert und ein Playboy Cardi, ein Gunner und ein Young Thug oder ein Future und ein Drake. Bei diesem Duo handelt es sich um Kid Cudi und Kanye West. Die beiden Künstler sind schon unzählige Jahre miteinander befreundet und es ist sicher zu sagen, dass beide in den Fällen von dieser Freundschaft profitierten. Doch vor ein paar Jahren, wo der Haussegen in der West-Residenz noch schief hing, schien es wirklich so, als ob wir dieses legendäre Duo nie wieder zu Gesicht bekommen. Aber um das alles zu verstehen, spulen wir erstmal ganz viele Jahre zurück. In den frühen 2000ern ist Mess Cudi in die Stadt New York gezogen. Dort entdeckte er den Babe Store, welcher kurz nach seinem Umzug im Stadtteil Soho eröffnet hatte. Ein Fan von dem Brand war er definitiv schon und das einfach aufgrund ihrer Farbselektion und dem Artwork. Er wusste selber, dass er sich die Produkte selber nicht leisten konnte und er hatte sogar schon in einem anderen Store gearbeitet. Er hatte die Uniform und daher blieb ihm keine Wahl, außer sich im Store zu bewerben. Innerhalb ein paar Jahren bewarb er sich um die 3 bis 4 Mal, bis er nach dem letzten Versuch aufgab. Wenn Cudi gefragt wird, was das aufregendste Erlebnis während einer Schicht im Babe Store war, dann war es der Tag, an dem er Kanye wirklich hinterherrennen musste, weil er vergessen hatte, den Sensor an seiner Jacke zu entfernen. Aber dieses Aufeinandertreffen war tatsächlich nicht das erste. In 2006 besuchte Cudi einen Virgin Megastore und als er gerade dabei war, die CDs zu durchsuchen, nahm er ein Glänzen in seinem rechten Auge wahr. Er schaute nach oben und es war Kanye West. Er stellte sich vor und nahm die Gelegenheit wahr, ihm seine Musik anzubieten. 2 Jahre später bekam Cudi die Aufmerksamkeit von Kanyes A&R-Team Patrick Reynolds, auch bekannt als Plain Pat. Ein amerikanischer Executive und Record-Producer, welcher mit prominenten Namen wie Drake, Alicia Keys oder Ludacris zusammengearbeitet hat. Dieser hatte Cudi mal in einem Def Jam-Meeting getroffen und eine Demo von ihm eingesteckt. Patrick führte Kanye dann Cudis Musik vor und brachte ihn anschließend dazu, Cudi in seinem Good Music Imprint zu signen. Und das war der Punkt. Dort fing es erst wirklich an. Nachdem Cudi gegen Ende 2008 bei Kanyes Label Good Music gesigned wurde, fingen die beiden an, sehr oft miteinander zu arbeiten. Kanye bat erstmals um Cudis Hilfe, als er von ihm verlangte, Hooks zu referenzieren für den Rapper und Produzenten Jay-Z. Während sie mit ihm im Studio waren, fingen sie dann auch an, für Jay-Z's The Blueprint 3 bis hin zu Kanyes 808s und Heartbreaks zu arbeiten. Dies war ein sehr wichtiger Meilenstein innerhalb beider Karrieren, da es nicht nur die erste enge Zusammenarbeit zwischen den beiden zeichnet, sondern auch zeigt, dass Cudi sehr wohl viel Einfluss auf eins von Kanyes besten Projekten hat. Denn auch wenn Kanye in den letzten Jahren seiner restlichen Diskografie nicht gerecht werden konnte, ist es dennoch unmöglich zu bestreiten, welchen Impact seine früheren Werke auf den Hip-Hop-Sound hatten. Doch es ging nicht nur in eine Richtung. Die beiden arbeiteten anschließend an Cudis Debütalbum Man on the Moon – The End of Day mit einem Kanye als Executive Producer. Nach vielen Jahren kündigte Cudi dann am 2. April 2013 beim Radiosender Power 106 an, dass er Kanye Wests Label verlassen würde. Aber laut ihm wäre alles gut und es gäbe kein Beef. I am announcing that I'm no longer on Good Music. And this is something that no one knows really, but... Really? Wait. I'm no longer on Good Music. This is kind of like something that... tired of Kanye. No, me and Kanye actually, and I could never get tired of Kanye. But we were talking on the phone the other day, and these are things I've been wanting to talk to him about me starting my own direction. And he got it because, you know, he's trying to start his new path and trying new things as an artist. And, you know, he was just like, man, I feel you. He was like, well... It's cool, whatever. The rumor we heard was that you were gonna start Gooder Music. Gooder Music, you said. No. Das alles nahm dann aber eventuell irgendwann eine Wendung, als in 2016 Kid Cudi etwas auf Twitter postete. Er sagte, ich muss euch mitteilen, dass ich so viele Hater in der Industrie habe und ich dabei bin, deren ganze Existenz zu zerbrechen. Jeder denkt, er wäre so gut. Sie reden über Top 5, während sie 30 Leute haben, welche ihre Songs für sie schreiben. In diesem Tweet sind spezifisch niemals Namen gefallen, dennoch interpretierten das viele als kleinen Seiten Stich an den Rapper Drake, welcher nach dem Release seines Albums If You're Reading This, It's Too Late in 2015 in einer Ghostwriter-Kontroverse gebracht wurde, nachdem ein Meek Mill diese Anschuldigung gegen den kanadischen Rapper auf Twitter postete.
Cardi selber sagte eine Stunde später, dass die Tweets an die Leute gerichtet sind, an die sie eben gerichtet seien. Dennoch nannte er Drake und Kanye als Namen im gleichen Tweet. Zu dem Zeitpunkt, als diese Tweets gepostet wurden, war Kanyes letztes Album The Life of Pablo. Sein aktuellstes, worauf Cardi sogar eine Appearance hatte. Daher ist es schwer vorstellbar, dass die beiden sich in der Zeit schon wieder in die Haare bekamen. Doch das änderte sich schnell, als man Kanyes Reaktion mitbekam. Auf der Saint Pablo Tour richtete er während eines Konzertes ein paar Worte an seinen alten Freund. Drakes Reaktion auf die Tweets in der gleichen Nacht bei einer Show in Oakland war allerdings nicht so ernst zu nehmen. Boy, you didn't wait too high, you need a cutting. Real talk. Wie dem auch sei, eine Woche später sah die ganze Situation aber schon anders aus. Nachdem sich Kanye viele Gedanken über die Situation machte und in Houston, Texas während einer Show komplett aus seinem Herzen sprach. Kid Cudi is my brother, I hope you come home. Damit war dieser Beef auch schnell wieder erledigt, wobei man sagen muss, dass es Kanye in dieser Zeit nicht leicht hatte. Er hatte immer wieder viele Leute im Visier und so war es, dass diese sogenannten Rants bei der Saint Pablo Tour auf der Tagesordnung standen. Der ikonische Live-Rant dieser Tour ist wahrscheinlich vom 19.11.2016 in Sacramento. Bei diesem Tourstop spielte Kanye tatsächlich nur 3 Songs, darauf folgte dann dieser 17-minütige Monolog, in dem er über die VMAs, Beyoncé, Jay-Z, Mark Zuckerberg, Barack Obama, Hillary Clinton, Drake und Trump redete, bis er dann darauf auch noch einfach die Bühne verließ und die Show abbrach. In dieser Zeit passierte sehr viel im Leben von Kanye und seiner Familie. Während der Saint Pablo Tour wurde ihr Hotelzimmer in Frankreich sogar ausgeraubt. Doch dieses Ereignis war dramatischer als erstmal gedacht. Denn in dieser Nacht wurde Kim von den Räubern sogar gefesselt und mit einer Waffe bedroht. Das hinterließ ein Trauma, an das sie sich heute immer noch erinnert. Alles in allem könnte man sich in Cuddys Lage also noch glücklich schätzen, dass er nicht ins Kreuzfeuer gelangte. Ende 2016 erschien aus dem Nichts ein mittlerweile gelöschtes Snippet von einer Kollaboration zwischen Ye und Cardi, welches die Spekulationen anheizte, dass es sich hierbei vielleicht um mehr als nur eine Single handelt. Im Jahr darauf tauchte im April ein Post auf, in dem Ye, Cardi und der Maler Takashi Murakami zusammen für ein Foto posieren. Takashi bedankte sich dafür, dass Ye und Cardi sein Studio besuchten. Folgend darauf erhielten wir von einem Insider die Information, dass die beiden an einem Collab-Album arbeiten würden. Die Fans waren natürlich gespannt, weil sie wussten, dass zwischen den beiden die Chemie einfach stimmt. Nachdem also das Album angekündigt wurde und der Name preisgegeben wurde, erschien das gleichnamige Album am 8. Juni 2018. Dieses Album war übrigens auch in genau der Zeit entstanden, als Kanye in Jackson Hole wohnte. Diese Zeit nennt man auch die legendären Wyoming Sessions. Die Wyoming Sessions sind ein Run von 5 Alben, welche alle im Sommer 2018 entstanden sind. Alle diese Alben sind exekutiv von Kanye produziert worden und wurden wöchentlich released. Angefangen mit Pusha T's Daytona, Kanye Wests eigenem Album Ye, Cardis und Kanyes Kids See Ghosts, Nas, Nasir und enden mit Teyana Taylors KTSE. Die Sessions waren eigentlich länger geplant als durchgeführt, denn nicht alles, was auf der Bucketlist stand, wurde auch abgehakt. Eigentlich sollte nach diesen 5 Releases noch 5 weitere Folgen, aber sie blieben entweder unfertig oder wurden nicht mal angefangen. Darunter handelt es sich um ein Big Sean Album, ein Valley Projekt, ein Sci High The Prince Album, eine EP zwischen Bump J und Sly Polaroid und am Ende noch Kanyes Projekt Good Ass Job zusammen mit Chance the Rapper. Etwas Zeit später erschien sogar ein Video von der Zeit, als Chance Kanye in Wyoming besuchte und das ging aber nicht ganz so gut aus. Yeah,
Was that a video that we are just looking at a piece of, and of course people take something and run with it, or does sometimes it get like that when you're around Ye and he's going through certain things? I think it's both. I feel like obviously it's a video, so it's a clip of a larger moment. Like nothing's gonna, everybody's like, no one's ever gonna get the full story of anything that goes on when you see in a video clip. And yeah, people do take it and run with it, because I saw people put like fake captions under the video to make it look like he was talking about my music or something like that. Yeah. But in all honesty, it's like, you know, this is real life. Like I have real friends and they go through real problems. And, you know, I try and be my most real self, you know, and talk to people the way that I talk to them, like as if they're my friend and not as if they're like anything other than that. And I think like I got, you know, me and a lot of other people still got love for Ye, but he's a human. He's not perfect. He obviously was going through it at that time. And, you know, stuff happens. Cuddy sagte, dass Ye und er auf jeden Fall weiterhin als Kids See Ghost zusammen Musik releasen würden. Und da wären ja Songs, welche sie nicht verwendet haben, welche man zu einem späteren Zeitpunkt dennoch verwenden könnte. Zu einer Zeit war sogar eine gleichnamige TV-Show geplant, zu der ein Teaser erschienen ist, welche aber im Vollen und Ganzen nie erschienen ist. In 2019 machte Kanye einen Gastauftritt beim Set von Kid Cudi zusammen mit 070 Shake und Ty Dolla $ign beim diesjährigen Coachella. Im gleichen Jahr kündigte Cudi an, dass sie an einem Sequel to Kids See Ghosts arbeiten würden. Und in 2020 würde ein Video gepostet werden, wie Kanye in Cudis Haus Sonic the Hedgehog 2 spielt, und Ye kündigte an, dass ein Kids See Ghosts Videospiel in Arbeit wäre. Als Kanye-Fan ist man es aber tatsächlich gewohnt, dass er Sachen ankündigt, welche er dann aber nie releasen würde. In 2021 hörte man lange nichts, und das hatte auch die ein oder anderen Gründe. Früh im Jahr reichte Kim Kardashian, die Ehefrau von Ye, welche seit 8 Jahren an seiner Seite stand, einen Antrag zur Scheidung ein. Der ganze Prozess dauerte über ein Jahr, obwohl Kim 2 Monate nach dem Einreichen der Scheidung legal als Single deklariert wurde. Die ganze Situation wurde von Ye in einem seiner Songs auf Donda mit dem Namen Never Abandon Your Family thematisiert. Im späten 2021 fing es dann an, dass man Kim öfters mit SNL-Komiker Pete Davidson gesichtet hatte, was dazu folgte, dass Kanye, so wie er nun einmal ist, im folgenden Jahr eine Reihe von Attacken über Social Media auf Pete losließ. Demnach bekam er von Ye auch den Namen Skeet. Manche Songs auf Donda 2 behandeln das Thema rund um die Scheidung und Pete Davidson. Für Kanye schien es im Gesamten einfach Jahre der Trennungen zu sein, denn in diesem Monat wurde auch eine spezielle Verbindung gekappt, was man so nie für möglich gehalten hätte. Die Verbindung zu Kid Cudi. In 2022 postete Kanye ein Bild, in dem er sagte, dass Cudi nicht auf Donda 2 sein würde, weil er mit Pete Davidson befreundet ist. Dies war eine Reaktion auf ein Bild, welches die beiden zusammen zeigte. Das Ganze artete auch in eine Social Media Schlammschlacht aus, wie man sie von Kanye kennt. Mit Kommentaren und Tweets, welche ohne Kontext vielleicht Fragen aufwerfen könnten. Im gleichen Jahr tweetete Cudi auch noch, da Leute von einem Song mit Pusha T erfuhren und auf eine Reunion mit Ye hofften. Doch Cudi nahm ihm den Wind aus den Segeln und sagte, dass er diesen Song nur clearte, weil Pusha ein Freund sei. Das sei übrigens der letzte Song mit Kanye und Cudi jemals. Die Fans reagierten dementsprechend emotional und versuchten sogar, die Künstler ein bisschen zur Vernunft zu bringen. Aber bei diesen Mühen war das Beste nicht gut genug. Bis jedoch... Letztes Jahr im Dezember erschien Cudi auf Kanyes Listening Session zu dem kommenden Vultures Album, und die beiden versiegelten ihre Differenzen mit einer Umarmung, welche wirklich das Herz der Fans schmelzen ließ. Das Ganze wurde dann dieses Jahr nochmal komplett versiegelt, indem Cudi ein Feature auf einem Song namens Gun to My Head erhielt, welcher auf Vultures 2 erschien. Im Januar diesen Jahres, also 1 Monat nach der Listening Session, führte Cudi ein Interview mit Complex, in dem er sehr wichtige und emotionale
emotionale Worte über Kanye verlierte. Er sagte, dass er die Bindung zu Ye mit der eines Bruders vergleicht. Geschwister verletzen dich am meisten. Also mach dir Dinge durch, aber die Familie ist immer da. Du gibst deine Familie nicht einfach auf. Und ich denke, alles in allem, als es schwierig wurde, rannte ich weg. Ich wollte aufgeben, aber wenn man über die letzten paar Jahre nachdenkt, ist das jemand, der wirklich ultimativ mein Bruder ist. Welcher in mein Leben kam und sich für mich eingesetzt hatte und Dinge für mich gemacht hat, die niemand anderes so früh in meiner Karriere getan hat. Kanye war so überzeugt von Cardi, dass er damals in 2007 sogar die kompletten Kosten von dem ersten Day & Night Musikvideo übernahm, welches auch gleichzeitig Cardis erste Debütsingle war, bevor er einen Deal unterschrieb. The reason why we became cool again is because he apologized to me. And it was sincere. I was just like, wow, Kanye does not apologize to anyone. He doesn't say sorry to anyone. And, you know, that's my brother, man. I know he loves me. And there's just nothing like Kanye and Cudi, you know? We like the duo that everybody loves to see, you know? The chemistry, as you said, is undeniable. Yeah, it is. It's just beyond the music. Yeah, you know? It is. It goes beyond notes and melody and tempo and words. It's something very magic about that. Yeah. Und damit endet die Geschichte von der chaotischen Beziehung zwischen Cudi und Ye. Es gibt in jeder Beziehung Höhen und Tiefen, aber ich denke, wir sind uns alle einig, wenn ich sage, dass wir auf jeden Fall dankbar sind für dieses unschlagbare Duo. Tja Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ein Fun Fact dazu, dieses Video sollte tatsächlich mein zweites Video auf diesem Kanal werden, also Real Talk. Das sollte in anderer Form nochmal eigentlich das zweite Video sein. Direkt nach dem Lyrical Lemonade Video sollte das kommen, aber ich habe es dann irgendwann einfach gescrapped und dann war es nicht mehr relevant für mich. Was soll ich sagen? Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst doch bitte ein Like da, teilt das Video mit euren Freunden, kommentiert bitte für den Algorithmus. Ich brauche das. Ja, gut. Jo, abonniert diesen Kanal für mehr und ich bin raus. Ciao.